Ja, willkommen zurück bei meiner Omsi-Map Mülheim an der Ruhr. Es hat sich jetzt in der letzten oder in dieser Woche viel getan auf der Map. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, habe ich hier in Broich schon angefangen, die ersten Häuser und Bäume zu setzen, damit es halt ein bisschen besser aussieht schon mal. Ich weiß noch nicht, ob ich es genauso lassen werde. Da muss ich erstmal auf euer Feedback warten. Wir sind jetzt halt hier an der Haltestelle Rosendahl, am Betriebshof, wie man gerade gesehen hat. Ich habe halt hier die kompletten Straßenzüge schon halt belebbar gemacht, wie man sieht. Also es sieht besser aus als vorher. Es gibt halt jetzt momentan ein kleines Problemchen hier auf der Map. Das werdet ihr jetzt hier sehen, nämlich diese Baustellen hier. Und zwar sind hier irgendwie Bäume gesetzt worden, die ich selber nicht gesetzt habe. Und die gehen auch nicht weg. Das heißt, die werden auch bei der Veröffentlichung dieser Map, werden die auch da sein. Und deswegen habe ich hier halt eine Baustelle gemacht. Das heißt, der Verkehr kommt auch nur in diese Richtung. Der 131er, also die KI-Busse kommen hier auch entgegen. Da müsst ihr halt auch drauf achten, wenn ihr hier lang fährt, weil normalerweise treffen sich ja die beiden 131er Linien hier auf dieser Ecke. Ich weiß nicht, ob das auch mit meiner Version hier wird, weil es halt wegen dieser langen Ampelschaltung hier, die teilweise hier gemacht sind, die sind echt chaotisch und die verzögern halt auch den Fahrplan. Und da habe ich mir noch so ein kleines Späßchen halt erlaubt, auch hier oben an der Haltestelle. Da ist es aber gewollt. Im Moment kommt es noch zu ein paar Fehlern hier an der Baustelle, wie ihr seht. Der möchte nämlich hier vorne noch nicht halten, der KI-Verkehr. Da bin ich noch auf Fehlersuche. Anscheinend habe ich da irgendwas vergessen mit Unscheduled Traffic, einen Punkt wegzumachen da. Und deswegen wird der Verkehr auch wahrscheinlich da noch fahren. Ja, hier hinten hat sich eigentlich nicht mehr viel geändert. Halt, ich habe die Straße hier noch ein bisschen verschönert. Sagen wir, also das ist noch nicht fertig, also keine Sorge, da kommt noch was. So, dann gehen wir in Richtung Stadt, da habe ich nämlich auch weitergebaut. Die Kreuzungen funktionieren alle soweit. Ja, und dann sind wir, habe ich ja bis hier erstmal gezeigt, das war auch nur bis hier. Und jetzt seht ihr schon, ich habe weitergebaut. Das Problem ist, das Kauf, hier steht ja normalerweise Kaufhof. Leider gibt es davon kein passendes Gebäude bei den Gebäuden von oder die allen Gebäuden, die draußen sind. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier eine Wohnhausanlage hinzubauen. Und es passt ja auch thematisch eigentlich. Ist ja Innenstadt und das alte Kaufhausgebäude soll ja so abgerissen werden. Und ein. Bis jetzt sagen sie, sollen 5-Sterne-Hotel hinkommen. Braucht unsere Stadt natürlich, ja. Deswegen schon mal vorausplant, war auch so gedacht. Ja, die Haltestelle Stadtmitte, die auch schon soweit funktioniert. Die Ampelanlage ist auf beides hier Main geschaltet. Das heißt, wenn hier grün ist, ist auch hier grün. Außer dies. Die ist, glaube ich, anders geschaltet. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ist die gerade zufällig grün? Ne, sind beide jetzt rot, schade. Ja, hier fehlen halt jetzt noch die ganzen Straßenmarkierungen. Komplett. Auch wenn es jetzt hier weiter runter geht. Hier habe ich ein bisschen tricksen müssen. Das war ein bisschen doof. Wie ihr seht, also es gibt ja nur dieses Rathaus hier. Und das Rathaus in Mülheim hat normalerweise diesen Turm hier genau in dieser Mitte. Und hier steht noch so ein Gebäude. Konnte ich leider nicht machen. Also ich hab's rumprobiert und das ist eigentlich noch die elegantere Lösung. Und deswegen muss das leider so bleiben. Gut, dann sind wir jetzt hier an der Haltestelle Rathausmarkt. Richtung Aktienstraße wäre jetzt halt hier hinten, die bald kommt. Und diese Kreuzung, die normalerweise hier hinten ist, habe ich jetzt nicht gebaut.
Das ist nämlich wegen dieser Eisenbahnbrücke. Ups, muss ich gerade aufstoßen. Ups. Auch wegen dieser Brücke hier. Das habe ich nicht elegant lösen können. Deswegen, diese Kreuzung muss ich leider darauf verzichten. Gut, dann gehen wir halt Richtung meinen Lieblingsplatz auf dieser Map, den Hauptbahnhof. Das war eine richtig bescheuerte Arbeit, kann man wirklich so sagen. Also eleganter kann man es nicht mehr lösen, was hier noch, was ich jetzt hier gemacht habe. Mit den Objekten, was es bei Omsi gibt, ist das meine Lösung jetzt. Da kommt halt noch ein Gebäude hier oben drauf, dann sieht man das jetzt teilweise auch nicht mehr. Und dann hat sich das gut. Also hier vorne ist der Ausstieg, den ich jetzt gemacht habe. Da werden halt die ganzen Leute ausgeladen, sag ich mal. Dann fährt der Bus bis hier zu dieser Linie vor, macht dann Pause. Zumindest die, die Pause machen. Und fährt dann wieder hier hinten hin und lädt die wieder ein. Das ist auch in der Gegenrichtung so. Und ja, dann kommen wir halt hinten, wo der 130er von hier kommt. Die Kreuzung, muss ich sagen, die ist war Schütte zu bauen. Hier kommt halt jetzt noch ein paar Bepflanzen, kommt ein bisschen Bepflanzung noch hin. Und das hier oben sieht man sowieso in-game nicht. Wie jetzt, also wenn jetzt hier mit dem Bus lang fährt, weil die Brücke ist von unten, ist ja zu und von oben guckt ihr sowieso nicht drauf, also ist die Eisenbahnbrücke oben nur so gebaut. Und dann habe ich hier schon die ersten Straßenzüge, die ersten Straßen gebaut. Die sieht man halt jetzt hier nur teilweise wegen, weil die Autos jetzt drüber fahren. Muss natürlich nur alles gefärbt werden. Und ja, theoretisch könnte der 131er schon in beide Richtungen fahren. Mache ich natürlich noch nicht. Ich habe die E-Buslinien auch nochmal rausgenommen, weil die waren nur testweise erstmal. Hat auch teilweise zu Problemen hier zu der Map geführt, deswegen habe ich erstmal nochmal rausgenommen. Und mache die dann halt erst, wenn ich hier weiter mit der Szenerie weitergemacht habe. Gut, dann sind wir halt, kommt der 130er halt von hier, fährt halt hier unter der Brücke hin. Ich habe jetzt hier die Kreuzung, die normalerweise hier vor ist, habe ich weggelassen. Weil das sonst hier mit der Huch, was ist denn hier passiert? Geil. Oh ja, da hat sich was. Das sollte normalerweise unten sein. Da hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen. Also das sind halt die Haltestellen aus dem Wien-Add-on. Die habe ich jetzt hier verwendet, weil die von den Bahnhöfen her am schönsten aussehen. Und wie gesagt, hier kommen halt noch Gebäude drauf. Das Forum kommt halt hier noch hin. Und der Hauptbahnhof Nordeingang wird auch hier sein. Wird halt hier nur der Eingang ein bisschen größer sein. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Normalerweise ist der Hauptbahnhof ein bisschen weiter hier direkt an der Brücke. Und ich habe das jetzt halt ein bisschen nicht platzsparender, aber schön aussehender halt so gemacht. Dann mache ich halt hier einen größeren Parkplatz hin. Und dann hat sich das. Richtung Breitscheid hat sich nichts verändert, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich musste halt jetzt auch die Sicht hier wegen den vielen Objekten schon einschränken, weil mein PC nicht leistungsfähig ist. Also er hat nur 4 GB. Leider. Ich hätte könnte es natürlich über meinen Laptop machen, da nehme ich das Doppelte. Aber ich baue lieber hier an dem Desktop-PC als am Laptop. Ist halt besser. Ja, wie ihr seht, hier hat sich noch nichts geändert. Da gehe ich erst
später dran. Soweit, wenn ich die Stadt fertig gebaut habe, beziehungsweise die Szenerieobjekte gesetzt habe. Also zumindest die Bäume, Häuser und so weiter. Das muss ich auch noch alles umfärben hier. Das wird auch in der Lackierung sein. Die Straßenzüge muss ich auch, die Linien muss ich auch neu ziehen. Also da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit, was auf mich zukommen tut, mögen, hat. Aber ich würde mal gerne von euch wissen, wie ihr bis jetzt die Map findet. Was könnte ich noch besser machen? Zumindest mit dem, was ich jetzt hier zur Verfügung habe. Also ich kann jetzt keine richtigen Kreuzungen bauen. Also Blender kenne ich mich null aus. Deswegen muss ich mit den Objekten, die ich von Omsi selber kriege, muss ich damit arbeiten. Aber wenn ihr noch Ideen habt oder Wünsche, schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, wie gesagt. Und wir sehen uns dann nächste Woche vielleicht wieder. Bis dahin, macht's gut.